Servus miteinander. Ich habe heute einen weiten Weg auf mich genommen in den Münchner Süden zu den Isar Trails. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Ich war dieses Jahr noch nicht da. Ich check die Strecken mal aus, schauen wir mal irgendwie, ob da irgendwelche Bäume drin liegen, ist sich irgendwas geändert hat über die letzten Jahre. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr hier. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bleibt einfach dran. Wir sehen uns. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Isar Trail Kenner. Die eine oder andere Strecke werde ich wahrscheinlich verpassen oder wie auch immer. Ich hoffe, mit den Windgeräuschen geht es heute. Es ist nämlich ziemlich windig und auch nicht so das perfekte Wetter. Ja, ist sehr flach. Und viel Strampeln auf der Seite. Aber sehr gut ist. Cardio. Okay. Kleiner Drop, aber der geht ins Schwimmen so. Deswegen sparen wir das immer nicht hoch. Der Teil ist ein bisschen wurzeliger. Mit dem Matsch in den Reifen ganz schön rutschig. Okay, kleine Apfel-Challenge. So, also nach der Pause einmal rüber über die Isar auf die andere Seite und der Straße mal kurz nach oben folgen, dann gibt es hier einen kleinen Weg und ab da geht es ein bisschen runter.
remember. I love you, and those three words I told you. Believe me, please trust me, and those three words I came to say. Noch ein kleiner Step down. Okay. Okay. Von denen darüber. Tja, anscheinend habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ich dachte eigentlich, dass hier noch der Spot steht und man hier jetzt eine coole Session irgendwie machen kann, aber ja, ist halt auch nicht offiziell gewesen. Und das ist dann das, was man macht. Man legt halt einfach Bäume so rein, dass hier die schönen Doubles alle kaputt sind und hier hinten der Drop, der runterging, dass man da nicht mehr fahren kann. Ist schade eigentlich. Ich schiebe jetzt mal nochmal hoch, nehme noch die zwei Stepdowns mit und schaue mal, ob ich den Sprung über die Kurve noch mitkriege. Und dann schauen wir mal, ob wir sonst noch was finden. Viel Spaß weiter. So Leute, Ende des Videos, Ende der SD-Karte auch, weil die ist leider auch jetzt halt voll und ich habe keine zweite dabei und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich fix und fertig. Eigentlich habe ich heute den Weg zu den Isar-Trails auf mich genommen gehabt, weil ich euch ein bisschen was von den Trails zeigen wollte Richtung Grünwald und dann wieder zurück Richtung München. Ich war mir bewusst, dass es tretlastig wird und wollte eigentlich hier an dem Spot noch ein paar Sprünge euch zeigen und ein bisschen Action. Problem ist aber, wie ihr seht, eigentlich alles abgerissen, dadurch, dass jetzt die Bäume da drin liegen. Von dem her können wir den Spot leider vergessen. Solltet ihr irgendwelche Vorschläge haben, andere Wege von den Isar-Trails kennen oder so, schreibt mir noch einfach. Vielleicht können wir uns auch zusammentun, dann fahren wir die mal zusammen. Dann lerne ich da auch ein bisschen mehr davon. Und alleine ist immer ein bisschen blöd, zu zweit wäre es ein bisschen cooler. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.